Genau. Jetzt legen wir es mal ab. So, und jetzt sammeln wir mal soweit alles ein, was wir noch einsammeln können zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, fangen wir doch mal an mit Planung. Ja, im Prinzip Forest. So Forest und dann noch da diesen einen Balkon, der halt weiter unten ist. Ach nee, das sind ja die Zombies, ne? Da rausgeworfen und aus dem Fenster. Nee, dann machen wir natürlich einen anderen Weg. Wir brauchen jedes bisschen Patrönchen. Hier müsste doch gut sein. Ach ja, da war ja was. Ja, die kommt man leider nicht gut vorbei. Muss man leider sagen. Ja, aber irgendwo muss ich ja lang. Beide Wege wären jetzt nicht so gut. Ja, okay, das ist der Pianosaal. Da wird es wahrscheinlich sowieso noch was geben. Das ist das mit dem Tiger. Da brauchen wir halt den gelben Edelstein. Okay, hier. Okay, ich glaube, da ist aber ein. Da müssen wir später ein Uhrenrätsel lösen, wo was drin ist. Also ist auch erstmal abgehakt. Das heißt dann nur hier erstmal. Wo war das nochmal? Naja, werden wir vielleicht nochmal schauen. Ja. Also obere Etage mit dem Forest und die untere da mit diesem Balkon, wo die Hunde sind. Die Hunde muss ich wirklich beseitigen. Ja, wobei soll ich die wirklich schon machen? Das ist ja die Sache. Lohnt sich das? Ich weiß es halt nicht. Ich meine, wir haben gerade gespeichert, wir können es versuchen. Wieder der laufende Witz. Sind wir richtig? Hundi, 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 Hundi. So nicht. So nicht. Na, okay, so doch. Ja, genau, als ob jetzt noch einer kommt. Oh Mann. Das ist Töle. Nein. Ich hatte einfach keine Sicht. Nee, das schafft er nicht mehr. Ich hatte einfach keine Sicht. Aber ich glaube, wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Weil wir die auch schon mal ein bisschen angeschossen hatten. Zumindest den einen da. Und ich habe da nämlich gesehen, da ist jetzt Kerosin. Das heißt, dann können wir das auch direkt mitnehmen. Da müssen wir nicht mal zurücklaufen. Natürlich ist alles geplant, ne? Die wir hier overgehen. Genau. So.
Nee, das ist der falsche Speicherpunkt, verdammt. Das war jetzt nicht geplant. Ja. Okay. Dann nochmal Folgendes. Also, das kommt rein. Treibstoffkanister. Das ist gut zu wissen. Was ist jetzt nochmal am besten dann? Ja, eigentlich schon da. Schon da, ja. Na, ein Treffer ist wohl leider unvermeidlich. Vielleicht soll ich dann doch da gehen, wo die andersrum sind, ich weiß es nicht. Aber ich bin noch gesund. Tag laufender Witz. Kommt ja einfach von hinten, das gibt's nicht. Naja, die sind schon richtig schlimm, die Hunde. Kannst du sagen, was du willst? Ey, die lassen dich doch nicht immer treffen! Okay, krass. Selbst wenn du voll geheilt bist und die dich dann einfach anspringen, was ja zufällig passieren kann, dann bist du auch direkt tot. Wahnsinn. Die Hunde sind echt hier viel schlimmer. Also normal und leicht. Naja, logisch, aber dass die so schlimm sind. Boah, da weiß man jetzt gar nicht, was man machen soll. Vor allem, das sind hier einfach zwei und nicht einer. Und der eine kommt dann noch direkt da rausgesprungen. Irgendwie läuft es da nicht so mit der normalen Pistole. Aber das wäre schon cool, halt wegen dem Kerosiden, wie ich daran komme, den grünen Kräutern. Ja, keine Ahnung. Vielleicht lassen wir das dann doch und ich gebe nur die Maske erstmal ab. Man muss vielleicht irgendwie immer noch auf bessere Waffen oder so hoffen, auf bessere Zeiten. Aber wenn ich mal wieder so ein Messer oder so finden würde, das würde mir natürlich helfen. Ah, nee, das ist dann wieder der Kack-Zombie. Mann, wo soll ich denn lang? Da bekomme ich halt auch immer Schaden.
Stimmt, hier kann ich euch mal durch dann. Na gut, dann lassen wir Faust und die Hunde erst einmal in Ruhe. Überlegen. Ja, ich noch draußen, ne, und die Maske da erstmal platzieren und dann können wir ja vielleicht auch direkt wieder zu Rebecca. Wir wissen also, jetzt ist nur noch wirklich der Balkon da von Forrest und einmal da, wo die Hunde sind. Nee, guck mal, ich stehe nochmal nichts mehr. Also, der ist sowas von lächerlich, der Typ. Ja, scheiße, ne? Wenn du nicht an mich rankommst. Wenn die Kommode da im Weg steht und du zu blöd bist, die wegzuschieben. Einfach ein Witz, dieser Typ. So, auf jeden Fall. Ich merke gerade, ich bin auch gerade ein Witz. Weil ich wollte doch eigentlich nur rausgehen und die Maske abgeben und jetzt laufe ich wieder ganz woanders hin. Mache ich das so. Jetzt muss ich überlegen. Genau, also in die Mitte da. Maske abgeben. Dann fehlt hier nur noch eine und ich denke mal, ich gehe mal davon aus, die letzte bekommen wir dann eben mit, genau. Mit der Hilfe von Rebecca da am Klavier. Das ist doch diese Maske, die gar nichts hat, ne? Genau. Da fehlt nur noch eine. Und die holen wir uns wahrscheinlich jetzt. Ja, hier haben wir auch alles. Auf zu Rebecca. Ich denke, hier sollte sie schon genug geübt haben. Practice makes perfect. What's this?
Ja, sowas dachte ich mir. So ähnlich wie in Zero halt. Ne, hier ist nichts aufgegangen. Hier. Ah ja. Goldsymbol. Was? Rebecca, ich. Spiel's noch einmal, ja? Nicht? Okay. Was haben wir denn da? Travers Tagebuch. 24. November 1967. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses. Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es so gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bitte für eure Sicherheit. 26. November 1967. Ich frage mich, wann die damit langsam angefangen haben mit der Virusforschung, weil 67, das ist jetzt doch schon ein bisschen lange. Und das Spiel spielt hier in 98. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in der Brücke etwas, wie wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bitte für ihre Sicherheit. 27. November 67. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganze Falle umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Alles klar. Dann tun wir das erstmal wieder rein. Es hilft ja nichts. Und jetzt machen wir mal Folgendes. So, was wir sagen. Sie sieht besorgt aus. Aber anscheinend nicht besorgt genug, um mich hier rauszuholen, nicht wahr? Du hast ja, wie gesagt, noch Augen für Richard. Vielleicht wärst du recht gewesen. Wenn ich halt einen Dunn verrecke, dass ihr so zwei durchbrennen könnt, nicht wahr? Genau, ihr Speisesaal wollte ich. Ja, genau, da kann ich mich noch erinnern. Das habe ich doch gesehen. Das Symbol. Das sieht doch genauso aus. Und dann nehme ich jetzt das Goldene raus und tue stattdessen das rein und tue das Goldene eben da rein, wo das andere vorher war. Das ist jetzt der Masterplan. So. Ja, Tür geht zu, ist in Ordnung. So, hast du jetzt was zu sagen? Were you all right in there? Yeah. Ah ja, das war's. Und jetzt sieht sie wieder besorgt aus. Ja, da kannst du eigentlich wieder zu deinem Richard gehen, nicht wahr? Da bringst du viel mehr Zeit als mit mir. So, gut, dann jetzt wieder zum Speisesaal. Wenn die beieinander erstochen haben, liegt der Weg den Fixer frei. Entschuldigung, können Sie Ihre Uhr weg umdrehen? Nein, noch nicht. Genau, das hat doch was mit dem Bild hier auf sich. Weiß ich noch. Warte,
Das ist das längere Schwert. Das ist also der Minutenzeiger. Der zeigt nach da, schon zeigt nach da. Nee, beziehungsweise... Das lange Schwert steckt ja im Kopf, das andere in der Brust. Das heißt also... klein. Das ist der kleine Zeiger? Das ist doch der große. Ich verstehe es nicht. Ja, dann hätten die aber schreiben sollen, also mit großen wahrscheinlich dann die Stunden gemeint und na gut, aber der Stundenzeiger ist ja schon der kleinere von der Größe her. Von daher. Nee, das war glaube ich. Das war eigentlich schon richtig dann, glaube ich, ne? Der Minutenzeiger, so. Der war ja im Kopf. Der andere dann einfach entgegengesetzt. Ja, ja, ich weiß schon, dass nichts passiert. So, ausprobieren. Ja, so jetzt aber der große Stundenzeiger. Nee. Quatsch. Das andere links. Aber ist es eh egal. So müsste es eigentlich passen. Ja, passt. Ein Hausfroh. Also doch. Keine Maske. Verstehe. Die Frage ist natürlich, wo kann ich den jetzt wieder verwenden? Prüfen. Keine besonderen Merkmale. Doch. Ein Schild. Jetzt können wir damit sicher nicht nochmal wieder einige Türen öffnen. So, hier unten? Genau, da können wir schon direkt einen öffnen. Ich glaube, genau. Ich glaube, ich weiß dann schon wo. Ich meine mich zu erinnern. Jetzt ja die Abkürzung. Oh, stimmt, eigentlich hätte ich die auch benutzen können jetzt öfter, ne? Mann, ich hätte das oft gemacht. Aber ich hätte daran nicht gedacht. So. Da geht's nämlich zum Oh fuck! Ach, daneben! Mann. Sehen wir alle neu auf, stehen hier. Ja, beziehungsweise sie waren dann ja nicht tot, sie sind. Und ich konnte sie ja nicht verbrennen, das ist das Problem. Also erst einmal möchte ich jetzt nochmal speichern. Speichern wollte ich genau.
So viele Versicherungen haben wir ja auch nicht mehr jetzt leider. Was willst du machen? Schauen wir mal. Der Hausschlüssel. Genau, da bin ich erstmal schon auf den richtigen Weg. Erstmal. Jemand, der kommt wieder hier entgegen? Ja, genau. Diese Ritterstatue müsste irgendwo da gewesen sein, wo wir diese Schlüsselmimik bekommen haben. Ja, ich meine, dann müssten wir hier irgendwie doch ungefähr richtig sein. Hier rein. Ich glaube, der hat mich nicht erwischt, der Idiot, wa? War nicht so gemeint mit Idiot. Oh Mann. Ich sag, das war nicht so gemeint. Ich hab doch gesagt, das war nicht so gemein. War schon wieder zu arrogant. Naja. Hauptsache der richtige Raum wurde erwischt. Erfahrung, das geht ja noch. Hauptsache nicht kritisch. Sonst wäre das doch schon ganz schön kritisch, wenn ich kritisch wäre. Ja, ich glaube, das war der richtige. Das war noch nicht mal der richtige. Oh Gott. Mann, wo muss ich denn hin? Woher soll ich denn wissen, wo. Ich merke mir doch nicht, wo der. Ja, die eine Tür mit dem einen Rüstungsschlüssel war. Die greift mich wirklich nicht an, wenn ich renne. Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Naja, ist wahrscheinlich der Mandela-Effekt. Okay, ja. Keine Ahnung. Wo
war denn hier noch was Verschlossenes? Ist diese eine Tür da? Hier unten? Hier ist ja auch schon soweit alles offen. Die Quäse tun auch nicht. Die hat man auf jeden Fall noch nicht versucht. Aber ja. Die ist halt auch gut, gut. Aber. Ja, okay, hier ist halt noch was. Aber nee, nee, nee. Da werden wir auch noch nicht durchkommen. Muss man so weiter oben sein. So, was haben wir denn noch im Angebot an verschlossenen Türen? Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Probieren wir doch erst einmal auf der Seite. Mal schauen, jetzt müsste ich dann direkt ihn nehmen und dann da kann man aus weiter, okay. Genau, die ist das, ja, ich weiß schon wo. Nur ob die dann tatsächlich auch aufgeht, das weiß ich natürlich noch nicht. Nein. Ich glaube, diese Rüstungsschlüssel, der schließt auch tatsächlich nur eine einzige Tür im Anwesen auf. Müssen wir mal ausprobieren, welche. Ich habe mir das natürlich nicht gemerkt. Ja, muss erstmal eine Heilung wieder gönnen. Das hilft ja nichts. Das hilft ja nichts. Durch die eine Tür können wir da nicht mehr. Da ist der Griff kaputt. Das ganze Haus fällt ineinander zusammen. Scheiße, wir haben nur noch zwei. Nee, wir haben noch mehr Heilung. Ich wollte schon sagen. So, kommt, sind wir wenigstens wieder gelb. Wenn es da nicht weitergeht, also wenn da das nicht die Tür war, dann müssen wir jetzt wieder genauer einmal da raus. Die nächste Tür ausprobieren. Ja, genau. Das ist so ein gutes Kraut.
Ah. Nice. Ganz schön verstaubt alles hier. Oh, shit.